Personen des öffentlichen Lebens sind ein Magnet für Hate Speech. Auch Vanessa Blumhagen kennt negative Kommentare auf ihrem Social-Media-Profil nur zu gut. Sie ist Society-Expertin beim Sat.1 Frühstücksfernsehen und hat sich außerdem einen Namen als Buchautorin gemacht. Bei Facebook hat die Hamburgerin knapp 160.000 Abonnenten, bei Instagram sogar fast 200.000. Das hat auch Schattenseiten. Als bekannte Persönlichkeit wird Vanessa täglich im Netz beleidigt und runtergemacht. Müll, Nutte, furchtbar oder peinlich. Solche Hasskommentare bekommt die Reporterin regelmäßig auf Instagram und Facebook. Ich muss sagen, das belastet einmal mehr, mal weniger. Ich glaube jetzt zu sagen, das interessiert mich überhaupt gar nicht, das wäre wirklich gelogen, aber je nach Tagesform greift einem das mehr an oder greift mich das mehr an oder weniger. Anfeindungen im Internet sind für die Betroffenen sehr verletzend. Ihr Selbstwertgefühl kann stark darunter leiden. Viele scheinen zu vergessen, dass hinter jedem Profil auf Social-Media-Plattformen auch ein Mensch steht. Täter können hier jedoch anonym bleiben und die Hemmschwelle sinkt im Vergleich zum Mobbing im realen Leben. Man postet irgendwas, legt das Handy weg, guckt nach einer Stunde oder zwei noch mal rein und liest so die oder überfliegt die Kommentare und man bleibt genau bei dem Negativen hängen. Dieser eine, der bösartig ist, den liest man und der versaut einem für diese Sekunde das Leben. Doch wie geht man richtig damit um, wenn man Hasskommentare bekommt? Vanessa hat ihre ganz eigene Taktik. Früher habe ich Hasskommentare einfach immer gelöscht. Immer einfach auf Löschen. Ich habe sie meistens auch gelesen, ja. Phasenweise, wenn ich so im Zug sitze und Zeit habe, dann antworte ich denen einfach mal. Gerne kommt dann so, über so eine patzige Antwort, das hätte ich nicht gedacht von Ihnen. Dann denke ich immer so, aber ihr wart doch unhöflich. Und wenn ich jetzt nachfrage, ist das patzig? Also dieses Gespräch endet meist relativ schnell. Die 43-Jährige will den Hass auf ihrem Profil nicht weiter hinnehmen. Jahrelang musste sie einstecken. Jetzt will sie sich zur Wehr setzen. Gemeinsam mit Akte plant die Journalistin, einen ihrer Hater im wahren Leben mit seinen Beleidigungen zu konfrontieren. Ich möchte, dass gerade wir Frauen aus unserer Opferrolle rausgehen, dass wir uns breitbrüstig hinstellen und sagen, so geht's nicht weiter, das lassen wir nicht mit uns machen und damit auch vielleicht jüngeren oder schwächeren Mitglieder unserer Gesellschaft zeigen, wir stehen alle zusammen auf, das ist nicht richtig, dass das passiert. Unsere Reporterinnen gehen auf dem Instagram-Profil von Vanessa auf die Jagd. Eine Haterin fällt ihnen besonders ins Auge, Nutzerin Nicole W. Die 46-Jährige findet die Sat.1-Promi-Expertin richtig zum Kotzen. Anders können wir uns nicht erklären, warum die Frau insgesamt 15 Kotz-Emojis unter diversen Fotos von Vanessa bei Instagram hinterlässt. Du nervst total. Oder was für schreckliche Haare postet die Zahnarzthelferin neben weiteren Kommentaren unter Vanessas Fotos. Das ist eine Mutter von einer 10- oder 12-jährigen Tochter, die hatet online. Hier jetzt eine andere Frau sogar, also was ist denn das für ein Vorbild? So stellt man sich doch wirklich keine Haterin vor. Also klar, wie stellt man sich eine Haterin oder einen Hater im Netz vor? Aber das sieht aus wie eine sympathische Frau. Der würde ich, wenn ich die so auf der Straße treffen würde, niemals zutrauen, dass sie im Internet Hasskommentare hinterlässt. Dem wollen wir genauer auf den Grund gehen. Deshalb verabreden wir uns ein paar Wochen später mit der Haterin in Berlin. Unter einem Vorwand konnten wir die alleinerziehende Mutter zu einem Dreh mit uns überzeugen. Sie hat keine Ahnung, dass sie heute noch auf Vanessa Blumhagen trifft. Bevor wir die Zahnarzthelferin mit ihrem Opfer zusammenführen, wollen wir sie in einem Interview erstmal kennenlernen und dadurch erfahren, welcher Mensch hinter den negativen Kommentaren im Netz steckt. Was sie nicht weiß, Vanessa wartet nur ein paar Stockwerke darunter auf ihren Einsatz. Das Thema Cybermobbing scheint die 46-Jährige sehr ernst zu nehmen. Zumindest bei ihren Kindern, wie sie uns erzählt. Ja, also das macht mich auch ganz traurig und
Und also es tut mir auch in der Seele weh, dass es überhaupt sowas gibt. Aber gut, das ist halt die heutige Zeit, ne? Man muss wirklich gucken, dass man seine Kinder davor schützt. Und also ich versuche da auch immer mit meinen Kindern zu reden und dass sie wirklich, also da, ihnen zu vermitteln, dass ich immer für sie da bin, egal was ist, auch wenn solche Sachen im Internet kursieren. Dass sie selbst andere im Netz beleidigt, scheint die 46-Jährige glatt zu vergessen. Auf dem Profil von Annemarie Carpendale finden wir ebenfalls einen negativen Kommentar von Nicole. Ganz schöne Angeberin. Wieso tut man sich das an, so kurz nach der Geburt schon so am Gewicht zu werkeln? Wie oberflächlich ist das bitte? Für Nicole ist das jedoch ganz einfach freie Meinungsäußerung. Ja, das ist meine Meinung. Und was mir dann auch immer auffällt im Netz, wenn man nicht der gleichen Meinung ist wie die Meinung aller anderen, dann wird man praktisch auch sofort irgendwie, kriegt man irgendwie so einen Hasskommentar oder einen keinen guten Kommentar. Das finde ich immer ganz interessant. Also es ist eigentlich auch so, habe ich das Gefühl im Netz beziehungsweise auf Instagram, wenn ich nicht die Meinung vertrete, die alle anderen sagen, dann bin ich sofort der Loser. Wir finden, jetzt ist genau der richtige Zeitpunkt, um Haterin Nicole und Vanessa zusammenzuführen. Ich weiß nicht, wie die Frau reagiert. Was macht die, wenn die mich sieht? Rastet die aus oder wird die total still? Ich bin echt richtig gespannt. Also ich habe ja so jemanden auch noch nicht live vor mir gehabt. Alle Leute sind natürlich total nett, wenn sie mich treffen. Ich möchte jetzt, dass es losgeht. Bist du bereit? Vanessa Blumhagen? Genau. Ja, unglaublich. Kennen Sie die Vanessa? Ja, also so vom Social Media halt, sag ich mal. Ne? Also du warst ja, darf ich jetzt zu, nee, Sie? Wie du willst, kannst gerne du sagen. Sie waren ja bei RTL und jetzt bei Sat.1 als Promi-Expertin halt, ne, ja. Und da folgen Sie mir oder du mir auf Instagram? Doch, folge ich schon seit ein paar Jahren. Und muss ich auch sagen, du hattest ja mal irgendwann vor ein paar Jahren, hattest du ja kurze Haare gehabt. Und das fand ich so mega gut. Da stand dir so mega gut. Okay, und die langen ist jetzt nicht so? Also, wunderschön, wunderschön. Aber das war damals so, wo ich dachte, Mensch, das ist mal eine Frau, die sich was traut. Weil es ist heutzutage ja auch so, dass viele so lange Haare haben. Also jetzt nichts gegen lange Haare, aber wenn man so guckt, viele kann man so nicht gar nicht mehr unterscheiden als so der Mensch als Individuum, weil viele halt so tragen jetzt lange Haare und so und ja. Und du warst halt jemand damals, der auch so rausgestochen ist. Über unseren Überraschungsgast scheint sich Nicole trotz der langen Haare sehr zu freuen. Noch weiß sie nicht, wieso Vanessa heute hier ist, die rückt aber direkt mit der Sprache raus. Aber es gab ja, also von dir auf meiner Seite, auch viele nicht so nette Kommentare. Mhm. Wie kam es dazu? Von mir? Also ich erinnere mich da an sehr, sehr viele Kotz-Emojis. Ja. Ja, gut, ja, das ist richtig. Wie kommt man dazu, jemanden, den man nicht kennt, der einem eigentlich nichts Böses getan hat, solche Nachrichten zu schreiben? Ja. Also was ist da an dem Tag schiefgelaufen? Was ist prinzipiell schiefgelaufen? Warum hat man so einen Hass in sich, dass man das auch noch in so einem öffentlichen Raum ausbreitet? Also so nach dem Motto, ich will, dass jeder sieht, wie scheiße ich die finde. Ja, das ist natürlich nicht so toll. Ja, das ist richtig, ja. Da war ich auch, ja, ich glaube, ich weiß nicht, habe ich das an einem Tag gemacht, diese Kommentare? Ja, alles hintereinander weg. Aber ich habe jetzt vorhin gehört, du hast das ja auch schon, machst das ja auch bei anderen. Also irgendwie sind andere Namen gefallen. Das ist ja, da bin ich jetzt, also ich bin ja anscheinend nicht das einzige Hassobjekt, was stört. Ja, also Hassobjekt, ja gut, das ist natürlich jetzt ein krasser Name, aber es ist aber auch so, dass ich nicht jedes so kommentiere halt. Und es tut mir natürlich total leid, dass ich das jetzt, dass ich das so geschrieben habe. Ich kann mich nur entschuldigen. Ich war an dem Tag in einer schlechten Verfassung und kann mich da wirklich nur entschuldigen. Ja gut, der Auslöser, ich meine, man hat ja immer Tage, wo es einem nicht so gut geht. Und ich hatte an dem Tag, ich weiß jetzt nicht mehr speziell, welcher Tag es war, aber es ging mir halt gar nicht gut. Ja. Okay, aber wollen Sie auch nicht weiter vertiefen? Okay. Nein. Okay, vielleicht mal eine kleine Pause, was trinken? Mhm. Zu viel für Nicole. Wir unterbrechen den Dreh. Dass wir sie auf ihre Online-Beleidigungen ansprechen, hat die Mutter nicht erwartet. Zum ersten Mal erlebt sie das Ausmaß ihrer Tat.
Nee, da habe ich mir natürlich keine Gedanken gemacht. Ne? Das ist natürlich klar, dass man in so einer Situation, was heißt in so einer Situation, aber dass man sich da nicht so die Gedanken macht, halt klar. Das ist. Aber es ist natürlich auch richtig, dass da jetzt mehr vorgegangen wird, denn ja. Es kommen halt viele unschöne Dinge dabei rum, das gebe ich ja auch ehrlich zu. Doch auch an Vanessa gehen solche Kommentare nicht spurlos vorbei. Man löst einfach was in den Menschen aus, egal wie prominent, wie berühmt, wie abgehärtet oder wie lange man im Business ist. Man denkt immer, das ist alles so weit weg halt, ne? Natürlich so Personen, wie ihr es seid halt, ne? Und dass es halt nicht diejenigen wirklich trifft halt, ne? Also jetzt persönlich trifft, was man dann wirklich so, wenn man so einen Kommentar absetzt, das, ja, man denkt immer, ach, das ist alles so weit weg und ich lasse mich da jetzt mal aus. Hättest du das, wenn ich dir an dem Tag blöd über den Weg gelaufen wäre, hättest du mir das ins Gesicht gesagt? Wahrscheinlich nicht so, nein. Ich hätte vielleicht nicht so eine gute, oder ich hätte vielleicht nicht so tolle Laune gehabt, aber ich denke nicht, dass ich mich getraut hätte, dir das zu sagen. Okay, also ist es doch einfach einfacher anonym, also gefühlt anonym, ist ja du dann doch nicht anonym, im Internet das einfach mal schnell so rauszurotzen. Ja, richtig, genau. Okay, also geht es in dem Moment gar nicht darum, mich zu verletzen, in Anführungszeichen, sondern es geht mehr darum, einmal den Frust rauszulassen. Ja, genau. Okay. Würde ich so jetzt sagen. Nicole ist kleinlaut. Mit diesen direkten Fragen hat die 46-Jährige nicht gerechnet. Langsam scheint sie zu verstehen, was ihre Beleidigungen im Netz anrichten. Ich möchte mich noch mal entschuldigen in aller Form und Höflichkeit, das tut mir unendlich leid. Alles gut. Verzieh. Mir kann ich nicht sagen, das ist einfach, muss das erstmal alles verarbeiten, das ist einfach alles jetzt gerade, ja. Viel, ja. Viel, ich habe damit nicht gerechnet, ja. Während sich Kritikerin Nicole auf den Heimweg macht, lässt Vanessa das Gespräch mit der alleinerziehenden Mutter noch einmal Revue passieren. Ich bin wirklich geschockt, dass so jemand, die zwei Kinder hat, einen Job, die ist ja beschäftigt, dass die sich dazu hinreißen lässt, wirklich solche bösen Kommentare ins Internet zu stellen. Das Erschreckende, hinter den bösen Kommentaren unter Vanessas Postings steckt eine ganz normale Frau. Die Situation hat wieder klargemacht, wir müssen unbedingt was gegen dieses Cybermobbing machen, weil es ist nicht eine kleine Randgruppe, wo man sagen kann, vielleicht müssten wir mal denen helfen, ihr Leben in Ordnung zu bringen. Es sind ganz normale, durchschnittliche, bürgerliche Menschen.